Ja, herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Sonntagsvideo. Heute ein Paket von Plure Sammler One, also ein André, wer ihn kennt, denke mal, den Kanal werden viele kennen, also wer den nicht kennt, der hat echt was verpasst, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Ja, wir hatten da was getauscht, also er hatte zwei Filme, die ich noch suche von den Out-of-Print-Filmen und ich habe ihm dafür was Neues gekauft. Was, denke ich mal, werdet ihr dann bei ihm sehen? Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, ich weiß nicht, wann er das Video macht, denke mal. Juni, denke ich mal, mal gucken. Ja, und wollte ich euch einfach mal zeigen, was er mir ge dafür gegeben hat, quasi. Ja, würde ich sagen, schnacken wir nicht lang und fangen mal an. So, ich habe jetzt das Paket hier zur Seite gemacht. Was steht hier? Nummern. Noch ein bisschen Folie. Sind zwei Filme, kann ich schon mal sagen, und noch ein bisschen was anderes. Ich zeige erstmal die Filme. Und zweitmal einmal hier Pathfinder. Ich hatte schon bei Mediamarkt mal gefragt, kommt man da noch ran irgendwie? Nee, also ich habe da überall auch gefragt, meistens bei die Filme. Klar, bei Amazon bekommt man die alle noch, man bekommt wirklich jeden Film eigentlich. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber wenn man das Geld hat, wenn man sagt, hier, ich gebe 70 Euro, man bekommt jeden Film noch. Ja, da ist jetzt nicht so teuer, weil, wie gesagt, wir haben dann die Tausch und dann hat sich das quasi klärt hier noch mit den alten FSK-Logo, auch mit der 20th Century Fox. Ich glaube, da gab es auch keinen Neudruck von Disney. Also, wie gesagt, manche Filme kommen als Neudruck, manche nicht. Auch zum Beispiel The Hills Have Eyes, habe ich gesehen, hatte einer mit Neudruck. Also, ich verstehe es nicht bei manchen, aber wie neu die Disc, wie gesagt, hier die Blu-ray, klasse. Wie gesagt, der hat mir noch gefehlt, den habe ich gesucht und ja. Und dann noch auch ein richtig seltener Film. Ich meine, also den hat vorgestellt der Film Börsenonkel. Mein, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich meine der Film Börsenonkel. Der hat den auch mal vorgestellt. Bisschen dreckig hier. Ist auch so ein Thriller. Und zwar der Klient. Der hatte man bei Medimobs mal für 18, 19 Euro bekommen. Eigentlich ein guter Preis für einen gebrauchten. Jetzt kostet er um die 50 Euro. Also richtig teuer geworden. Ja, die Disc ist spartanisch, wie immer bei Warner mit diesen ausgeschnittenen Cover. Ja, aber den soll auch ein richtig geiler Thriller sein. Wie gesagt, den gibt es auch nicht. Und also die zwei seltensten, also die seltensten Firmen, wo viele out of print sind, ist hier einmal 20th Century Fox. Und einmal Warner Brothers. Ich glaube, Warner Brothers ist fast, also die haben Fox schon fast eingeholt, weil die haben wirklich jeden Film, egal von früher, den du suchst, ah, den gibt es nicht mehr. Manche gibt es noch für 1, 2 Euro gebraucht, aber die meisten, ah, die kriegst du einfach nicht mehr. Ja, wie gesagt, hier mit dem Tommy Lee Jones. Das habe ich ja schon gezeigt. Ist jetzt nicht weltbewegendes, aber zwei coole Filme auf jeden Fall. Freue ich mich, dass ich die jetzt auch habe. Da hat er mir noch was extra reingelegt. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, kennt ihr die Filme? Mit den Wesley Snipes hat mir wirklich nichts gesagt. Gallo Walkers kenne ich jetzt nicht. Aber da ist Uncut, habe ich geguckt. Spielt irgendwie so im Western. Wie gesagt, kenne ich gar nicht. Mal gucken. Und dann hat er mir noch reingelegt, ja, ich weiß, der ist gekürzt, also da gibt es eine längere Version, und zwar von Pathologie, hier von Concord. Da gibt es irgendwie noch eine längere, aber ich wollte den trotzdem mal gucken. Da hat er mir gefragt, willst du den haben hier? Hat sich das Mediabook, glaube ich, geholt, wo die Uncut-Version drin ist. Ja, aber wie gesagt, zum Gucken mal, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, Concord. Ich dachte immer, da war von Sony, aber nee. Ist von Concord. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Also, das waren die vier Filme. Sei mal hier Pathologie, Gallo Walkers und die zwei, um die es mir ging, der Klient und Pathfinder. Das waren einmal die Filme. Und da hat er mir noch was extra reingepackt.
viele von euch werden es schon wissen. Und was ist jetzt, na gut, jetzt nicht alle, aber und zwar Blu-ray-Hüllen. Jetzt sagt sich einer, ja, die kriegst du überall für 50 Cent. Stimmt, man kriegt viele Blu-ray-Hüllen, 50 Cent, wenn nicht billiger, aber nicht die 20 Cent wie Fox-Hüllen, die bekommt man eigentlich gar nicht mehr. Er hat sich damals mal die Hüllen gekauft und brauchte die nicht mehr, hat die meisten ausgetauscht schon. Und da ich sagte, hier, wenn du die nicht mehr brauchst, gib sie mir. Hat er gemacht. Und habe ich schon mal gewechselt hier, Hide and Seek. Die habe ich mir hier bei Medimobs bestellt. Da war ja die Hülle hier kaputt. Hier. Jetzt ist er wieder ganz, habe ich ausgetauscht. Richtig cool. Wie gesagt, die Hüllen bekommt man nicht. Und man kann das Cover nicht in einer normalen Blu-ray-Hülle reinpacken, weil das dann so geknarrt ist. Und das geht gar nicht. Also das mache ich auch nicht. Wie gesagt, habe ich den schon umgetauscht. Ich hatte jetzt nur einen, hatten wir aber noch ein paar mehr Hüllen. Also sind ein paar auf jeden Fall. Ich glaube, 5, 6 Hüllen sind es. Weil ich ja auch viele von Fox geholt habe. Ja. Ich glaube, 6 Hüllen. Genau, einen habe ich schon gewechselt. Sind 5 Fox Hüllen. Auf jeden Fall cool. Das war es auch schon mit dem Paket. Also mehr war es auch gar nicht. Also, wie gesagt, die Blu-ray-Hüllen sind insgesamt 6, meine ich. Genau, 6 Hüllen. Hide and Seek habe ich ausgetauscht. Und dann die 4 Filme: Der Klient, Pathfinder, Gallowalkers und Pathologie. Ja, Freunde, das war's für das Video schon. Also etwas kürzer heute, aber mehr ist es nicht. Ich habe dann noch im nächsten Video kommt noch ein Paket, da habe ich noch mal was von Andreas bekommen. Ein paar Filme und was das ist der Hammer. Also schaut auf jeden Fall nächste Woche vorbei. Also klasse, da habe ich mich echt gefreut. Ja, wie gesagt, das war's für das kleine Video. Bisschen kürzer als sonst, aber ja. Schaut auf jeden Fall nächste Woche da vorbei. In der nächsten Folge, da kommt ein Paket von Andreas. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.